Zurück bei einer weiteren Folge Watch Dogs. In einer kleinen Aufnahmepause habe ich doch nochmal Lust bekommen, irgendwie hier ein bisschen Watch Dogs zu spielen. Also wir sind noch am selben Tag quasi. Aber haben ein paar Stunden Abstand dazwischen. Und werden jetzt hier mal noch ein wenig spielen. Genau, wir wollten ja dieses CTOS hier oben uns klar machen. Wo ich bestimmt jetzt schon weiß, dass wir es verkacken werden. Nein, Musik aus. Beziehungsweise, dass ich es verkacken werde. Und bestimmt 100 Jahre. Ja, ja, Online-Rennen. Die Online-Scheiße ist deaktiviert. Brauchen wir gar nicht. Lass ihn aufhören. Oh, what the hell? Ich find's irgendwie schade, dass wir nicht. Nein. Oh, doch, man kann. Oh, man kann in der Ego-Sicht. Ach du Scheiße, nein, 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 nein. Damit komme ich nicht klar. What the hell? Nein, nein, lieber so. Lieber so. Kann man nicht schon weiter weg? Ja, so ist das schon viel besser. Wow. Tut mir leid. Also das Auto hört sich irgendwie komisch an. Weiß nicht. Ach so. Ja, das hören wir jetzt. Nein, Musik aus. Warum ist die Scheiße denn immer an? Damit, da muss doch irgendwo. Die Musiklautstärke ist automatisch. Ah, da, direkt aus. Zack. Das lassen wir mal direkt so. Korrekt. So. Muss ich die Scheiße nicht immer ausmachen, ja. Auch wenn ich gerne selbst Musik hören würde. Was ich. Ja, ja, lern fahren. Ich hab doch fahren gelernt. Auch wenn ich gerne selbst Musik höre. Und auch hören würde beim Spielen, aber ist ja wegen YouTube nicht drin. Wie wir schon wissen. War das auch nice, Alter. Ich hoffe, das gibt keine GEMA-Probleme. Das ist richtig nice. Könnte ich ihm Geld geben? Was kannst du noch sagen, Junge? Das hört sich gut an. Auf, hau mal was raus jetzt. Komm. Bist du jetzt fertig oder was? Komm, hau mal was Bekanntes raus. Was richtig abgeht. Ich sehe es jetzt schon kommen. Beim Hochladen des Videos wird es dann gecheckt, dann steht da wieder urheberrechtliches Problem. Und dann gibt es wieder 10 Stunden lang keinen Ton. Hier kannst du. Nicht irgendwas Fetziges jetzt? Hau mal raus, Junge. Auf, leg los. Komm. Hoch, oh, Entschuldigung. Ups.
Ups, ja, wollte ich jetzt nicht, aber okay. Also entweder wir gehen jetzt hier gewaltsam in dieses CTOS-Center rein. Was ist das denn für ein CTOS-Center, wo man... Gibt's hier... Ach, ihn kann ich hacken. Vorne eben ging's nicht, oder was? Werbemarketing Manager. Komm, gib mir Kohle. 900. Hallo, 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 hallo. Hallo, schöne Frau. Hallo. Ich weiß, dass ich zu Hause eine Freundin habe. Die Clara. Aber hallo. Hallo. Stehen bleiben. Bitch. Oh, da ist ja noch eine. Naja, die sieht nicht so hübsch aus. Und die? Naja, da finde ich die da mit dem Rock hübscher. Ja, easy. So. Hier schon wieder Musik. Was ist dieselbe Musik? Kennt schon irgendwo her. Das ist bestimmt eine bekannte Melodie und wir kriegen Gameprobleme. Weiß ich jetzt schon. Alter, wir werden hier reich. Huch, Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Was ist das? Was soll's? Ist nicht mein Problem. Hallo? Du hast hier nichts verloren. Ein so ein Motherfucker gesehen hat wieder.
Ich möchte gerne hier so sitzen. So, easy. So, aber ja easy, war ja richtig easy. Jetzt haben wir das CTOS hier für uns, ne? Okay, das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Skillpunkte erhalten, 2, okay, das sind noch zu wenige, wir müssen ein bisschen mehr sparen. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. So. Da wir ja jetzt nicht allzu lange dafür gebraucht haben, überlege ich, ob wir gleich eine nächste Mission dranhängen oder ob wir einen Cut machen. Aber ich weiß, das ist mein... Oh, was gibt's denn da? Das ist mein typisches Problem. Ah, hier kann man sich verstecken. Dass ich nie auf die Uhr gucke. Oh, 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 ich wollte was ausprobieren vorhin. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Ach, das gibt's ja nicht. Die Struktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Hack, kein Terrorist. Chicago ist OS angreifbar. Die sich rumdreht und wegläuft. So, diese Häkchen, genau, wir gucken uns mal diese... Ich bin so geldgeil, Alter. Geld regiert die Welt, wa? 4000. Gucken wir uns mal diese Häkchen jetzt hier an. Warum sind die jetzt weg? Hey, Chica! Hier Sehenswürdigkeiten oder was? Was ist eine Bestenliste? Achso. Wieso regnet das denn? Was ist das für Musik? Nein, aus! Klopps hackt.
Blutgruppe AB negativ. Werbemarketing Manager. Alter 25. 6 Jahre jünger. Hallo. Stopp. Einmal bitte stehen bleiben. Hey, Perle. Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Seit kann ich dich auf einen neuen Kaffee einladen? Nee, du läufst viel behinderter als jetzt so ein Stock im Arsch. Nee. Gibt doch keinen neuen Kaffee für dich. So, also wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zu dieser Mission hintriven. Nein, ich habe keinen Führerschein, tut mir leid. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen, die Schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen, wurde nun eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei rät Autofahrern, Kreuzungen nur mit äußerster Vorsicht zu übertreten. Ja. Würde ich auch sagen. Philosoph. Ist ein cooles Gimmick, wenn ich jetzt auch einen Regenschirm zücken könnte. Was sind eigentlich diese blauen Fragezeichen? Entschuldigung, was heißt blauen Fragezeichen? Das ist ein blaues Dollarzeichen, da gibt's Geld. Schon wieder irgendeine Neben... Ja, stimmt, ich glaube, das ist eine Nebenmission. Genau. Nicht verfügbar, ja. Oho. Was Knappes? Merkwürdig. Oh. Was Knappes? Anderson. Catherine Anderson. Ich kann aufhören, ein Arsch zu sein. Wir müssen ihm doch was sagen. Ihr habt also was Knappes im Schrank? Ja, da komme ich doch gerne mit, wenn's knapp ist. Genau, und mit dieser knappen genau, mit dieser knappen Aussage und der etwas knappen Folge eventuell beenden wir diese Folge. Nice Abmod. Super nice Abmod Blue. Richtig nice gemacht. Ein Däumchen. Okay, egal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Aber wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge Watch Dogs. Bis zum nächsten Mal.